Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Ja, wir sind zurück in einer neuen Runde, in einer neuen Aufnahmesession. Und ich bin jetzt bereit dafür durchzustarten für die Aufnahmen der nächsten Folge. Tut mir leid, wie es in der letzten Folge nochmal geklappt ist, wollte ich jetzt nochmal erwähnt haben. Weil da ist es ja mit dem Mikro und so gewesen, da wo ich das vergessen habe, das Mikro einzuschalten. Wird nicht mehr vorkommen hoffentlich. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. Ja, der Bug ist wieder da. Das heißt, ich werde mal ganz kurz jetzt in der Aufnahme, werde ich mal ganz kurz ein kleines Debugging vornehmen. Ich hoffe, das stört euch jetzt gerade nicht. So, ich mache einfach irgendwas gerade. So. Einstellungen. So. Und was hatte ich nochmal genommen? Ich hatte das Airlines drüber, genau. So. Ja, das war das Debugging. Sorry, dass es jetzt so gehen musste. Ich hab's vergessen vor der Aufnahme und ich wollte jetzt nicht nochmal abbrechen. Weil ich schon mal gerade eben abbrechen musste. Ja. War ein bisschen blöd. So, wir haben also einiges keine Ahnung, das Goldbergwerk. Oh, Mist. Hat nichts gefunden. Okay. Ja, dann reißen wir es wieder ab. Gut. Gut zu wissen. Die Münzpräge ist fleißig am Produzieren. Das ist schön. Er kriegt aber keine Kohle. Ja, warum auch? Weil das Kohlebergwerk einfach noch keine Nahrung, Mensch, kriegt. Mensch! Konzentrier dich mal! So, der hat jede Menge Schweine drin. Die Schweinezucht ist fleißig am Produzieren, hat jede Menge Getreide. Wir könnten gucken, ob wir uns langsam mal darauf fokussieren, die Schweinezucht ein bisschen voranzubringen. Hier haben wir schon die erste Eselstraße. Ja, nice! Und hier unten auch eine... wow! Ich bin beeindruckt, ich bin positiv beeindruckt. Wesentlich. So, der Hafen. Was ist mit der Expedition? Sind wir noch nicht durchgestartet, weil das Schiff, glaube ich, noch nicht fertig ist. Ah, die Kamenta ist unterwegs. Ja, schön. Dass sie sich auch mal bequemt. Ich weiß nicht, wohin sie gerade fährt. Schauen wir mal. Militärgebäude erobert. Welches war's? Dieses hier. Okay. Ja, wir haben hier einen Turm. 4 Leute können angreifen. Ich glaube, das wird zu wenig sein. Der baut da noch einen Turm. Das missfällt mir, Freunde. Das missfällt mir tatsächlich. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Zuerst mal bauen wir unsere kleine Schweineproduktion auf. Das bedeutet, wir bauen hier erstmal einen Bauernhof. Damit wir dann da unten in den erweiterten Ländern hier, in den neuen Regionen, tatsächlich dann eine Schweinezucht bauen können. So, wir haben hier Platz. Hier haben wir einen Platz. Wisst ihr was? Damit sich das eher lohnt. Machen wir es so rum. Dann kann ich nämlich hier tatsächlich nochmal einen Weg nach unten bauen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns mal den Wachturm schnell. Huch, da wollte ich hin. Ja, es sind alle unterwegs natürlich. Da ist ein Gebirgsland. Freut mich. So, dann gucken wir mal, was wir hier so. Der Hafen, kann man den nicht angreifen? Nein, den kann man nicht angreifen. Okay. So, ja, jetzt kommt hier schon die Elite von unserem kleinen Gegner. Es geht wieder spannend los, Freunde. Spannend. Kleine Kamerafahrtstunde. So, der erste Gegner ist tot. Der zweite Gegner ist tot. Ja Mensch, so soll das sein. Und es sind noch jede Menge drin. Also ihr seht schon, Freunde, es wird langsam echt eng. Weil wir haben jetzt einen voll besetzten Wachturm mit 6 Leuten. Und 4 unserer Leute müssen gegen alle kämpfen. Ja, wie schaut's mit dem aus, mit dem guten Mann? Der hat noch keinen Treffer eingesteckt. Sehr gut, jetzt hat er einen eingesteckt. Egal. Der hier auch voll gesund. Der hier ist fast tot. Und der hier hat auch ein bisschen was schon mitgemacht. Aber gut, unsere 2 Heroen hier werden das schon packen. Definitiv. Ich denke, es werden auch alle 4 schaffen. Ganz ehrlich. Wobei, bei denen schaut es schon düster aus. Tatsächlich. Sehr gut, das war der letzte. Hier kommt Nachschub. Nein. Ach, der holt sich jetzt den Turm da oben. Ja, den kann er von mir aus haben, wenn er will. Da ist eh nix.
Ja, so viel haben wir auch gar nicht verloren. Ganz ehrlich, das bisschen, das ist verkraftbar tatsächlich. So, ich hoffe, da rücken bald Leute nach, damit wir hier dann mit voller Stärke den zweiten Wachturm hier oben angreifen können. Sehr gut. Ja, Freunde, das ist schon die ganze Magie dahinter. Bauen wir erstmal hier eine Straße. So, dann machen wir hier die Verteilung. Ich reiß die Fahne nochmal ab. Mach hier die Fahne hin. Und hier? Ja, okay, wir brauchen eh nur einen. Ist in Ordnung. So, ich baue jetzt gleich hier. Bevor wir weiterbauen, baue ich tatsächlich hier die Schweinezucht hin. Hier machen wir die Fahne hin. Dann können wir hier einfach nur eine Anbindung bauen. So. Und jetzt bauen wir hier oben tatsächlich. Wir bauen hier einen Brunnen erstmal hin. Keine Fischerhütte. Ja. Einen Brunnen wollte ich bauen. Genau. Und dann bauen wir hier oben gleich schon wieder eine Schlachterei. Eine Fleischerei heißt es. Mensch, in jedem Siedler ist es anders. Furchtbar ist das. Straße einmal hier rum. Können wir von der Schweinezucht aus schneller darüber gehen. Wisst ihr ja bereits alles. Ne? Ihr kennt ja meine Logik. So, von hier können wir eine Wasserstraße hier rüber bauen tatsächlich. Dann machen wir das doch glatt. Wir haben ja die Flöße dazu. Hier schauen wir mal nach, was sich hier findet. Es sind 4 Leute drin. 2 werden jetzt nachrücken. Hier muss auch nachgerückt werden. Wir können nämlich hier nur mit 3 Leuten angreifen. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich hoffe, die kommen bald. Ja, hier kommen sie. Da sind sie schon unterwegs. Die Guten. So, Generäle. Ja, sehr gut. Okay, Leute. Dann gehen wir mal die Planung weiter an. Wir haben hier immer noch jede Menge Platz, den wir benutzen können tatsächlich. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir hier auch nochmal eine Schweinezucht hin. Natürlich nicht durch die Felder. Mist. Abreißen. Jo. Achso, wir könnten ja darüber bauen. Klar, dämlich. Okay, dann machen wir hier eine Schweinezucht. Keine Rohstoffe und Goldbergwerk. Ja, die verabschieden sich jetzt alle. Mist. Ärgerlich, ärgerlich. So, die Fahne reißen wir ab. Brauchen wir ja nicht mehr. Hier machen wir eine Fahne hin. Die Straße bleibt erhalten. Wir könnten eine Abkürzungsstraße bauen. Hier rüber. Ach, können wir ja nicht. Richtig. So, dann müssen wir gucken, wo wir an Gold rankommen. Hier ist noch fleißig Gold zu holen. Ist in Ordnung. Das soll auch so weitergehen. War hier oben Gold zu holen? Ich glaube schon. Ich schaue nochmal nach, geschwind. Ja, hier ist ein Goldbergwerk. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 3 Stück. Okay. Müssen wir mal schauen, wo die alles sind. 1 ist da oben. 1 haben wir hier. Da ist Kohle. Der kriegt aber natürlich nichts zu essen, der Arme. Ich hoffe, das ändert sich bald. So, hier könnten wir eigentlich tatsächlich einen Brunnen hinbauen. Dann haben wir wenigstens einen sinnvollen Platz dafür, also ein sinnvolles Gebäude dafür. Und, ja, das kommt dann hier lang. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Hier durch. Ja, okay. Ist jetzt halt ein kleiner Umweg, den das Ganze hier nehmen muss. Wahrscheinlich geht es dann eh unten lang. Hier so. Aber dann hat es wenigstens diese Straße ihre Daseinsberechtigung. Ist ja in Ordnung. Wir könnten auch mal ganz geschwind schauen. Ob wir das Ganze hier durchkriegen. Ja, kriegen wir sogar. Sehr gut, wir können die Felder hier, wegen den Feldern können wir hier eh nichts machen. Das heißt, dann machen wir hier noch eine zweite Straße hin, dann geht das Ganze wesentlich schneller. So. Und hier hin, obwohl, ich muss kurz warten, bis er die Felder wieder angesät hat, dass wir die Felder nicht kaputt machen. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir machen die hier unten hin, die Fleischerei. So, da ist Fleisch unterwegs. Sehr schön. Da ist ein Holzbrett unterwegs. Gold gefunden. Ja, sehr gut. Ja, dann reicht das Goldbergwerk da oben tatsächlich noch eine Weile. Ist in Ordnung. Hier oben war Granit. Ich schau nochmal, was hier ist. Und oh, unsere fette Autobahn hier. Mensch, Freunde. Das ist ja der Hammer, ist das? Wie viele Esel haben wir denn? Ich schau mal ganz geschwind. 368. Was? Alter, jede Menge Transportesel. Krass. Krass, krass, krass. Okay, ich würde mal sagen, ich schau mal ganz geschwind auf die Map. Habe ich noch nicht gemacht in dieser Folge. Oh, unser Verbündeter hat tatsächlich Kontakt mit dem Gegner. Und es scheint nicht so gut für ihn da auszusehen.
ärgerlich. Dann kommt ja bald hier oben der Grüne an. Manu! Nichts kann er, unser Verbündeter, nichts. Das ist ärgerlich, da geht sein General raus. Und greift den Turm an. Da kommen nochmal zwei. Mal schauen, vielleicht wird's ja was. Vielleicht kann er sich's zurückholen. Obwohl, vielleicht hat er den tatsächlich erobert. Dann wäre es ja gar nicht so schlecht. Gold gefunden wurde nochmal, sehr schön. Keine Rohstoffe vom Kohlebergwerk. Irgendein Kohlebergwerk hat sich verabschiedet. Schauen wir mal unseren Verbündeten zu, wie er sich hier so schlägt. Ja, schaut auch nicht schlecht aus für unseren Verbündeten tatsächlich. Obwohl es sehr gestreut ist, was das seine Soldaten angeht. Er hat mal ein paar gefreit dabei, mal ein paar Generäle. Irgendwie ist das komisch. Ein langer Kampf. Ja, wir schauen uns mal an, wie unser Verbündeter sich jetzt mit dieser einen Hütte hier schlägt, okay? Danach kümmern wir uns weiter um unsere Wirtschaft. Ist ja wichtig, tatsächlich. Aber es sieht doch gar nicht schlecht aus. Seht ihr, das war's schon. Unser Verbündeter, der Hero. Ja, schaut her, das war doch mal. Das war doch mal was. Er hat den Turm isoliert, warum auch immer. So, Kohle gefunden. Haben wir hier. Sehr gut. Ein Kohlebergwerk ist ja aufgebraucht, dieses hier. Macht nichts. Dann bauen wir da drüben ein neues. Nämlich hier, wo wir Kohle gefunden haben, tatsächlich. Hier. Kohlebergwerk. So. Schauen wir mal, haben wir da unten... Nein, haben wir keine. Okay. Ich schau mal, ob wir von hier aus noch eine Wasserstraße hier rüber bauen. Wasserstraße wollte ich bauen. Hier rüber bauen. Ja, dann bauen wir hier eine rüber. So. Haben wir beim Goldbergwerk und dann kann hier die Kohle als abkürzend hier runtergebracht werden. Sofern es uns was bringt. Schauen wir mal. Bauen auf Eisenschmelze. Wahrscheinlich braucht die Eisenschmelze die Kohle dann. Schauen wir mal. Wird sich zeigen auf jeden Fall. Es wird schon seine Berechtigung haben. Wie auch immer sich das jetzt entwickeln wird. Ja, sehr geil. Gefällt mir, Freunde. Gefällt mir. Ein Brunnen wurde gebaut. Sehr schön. Gold haben wir gefunden. Genau, wir hatten hier Gold gefunden. Dann bauen wir hier doch gleich ein neues Goldbergwerk, tatsächlich. Und dann bereiten wir uns mal auf den nächsten Schlag vor. 9 Leute können angreifen. Wow, das ist super. Wir brauchen die 9 Leute tatsächlich für den Turm. Da wird ein Bauernhof gebaut. Warten wir, bis er fertig ist. Dann verbraucht er ein bisschen seine Materialien. Und dann lohnt es sich, erst richtig zuzuschlagen. So, die Fleischerei, da baue ich, für die baue ich nochmal den Weg hier außen rum. Damit ich den Weg hier einmal außen rum nehmen muss. Es reicht schon, wenn es die Schweinezucht machen muss. Der Bauernhof wird gebaut, sehr gut. So, das Eisenbergwerk schlummert, weil es nichts zu essen bekommt. Weil die Fischerhütte natürlich nicht hinterherkommt. Was ist denn hier eigentlich zu holen? Moment. Fahne, hier, so. Und dann gehst du mal dahin. Freund. Freund aller Freunde. Hier ist noch eine Schweinezucht im Bau. Dann können wir hier tatsächlich... ja, wisst ihr was, bauen wir hier die... Ach nee, die Fleischerei haben wir schon gebaut. Hups, Entschuldigung. Brunnen wurde errichtet. Der zweite. Sehr gut. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Ich schau mal ganz geschwind, wie viele Brunnen wir gebaut haben. 13. Ja, okay. Dann können wir eigentlich von den oberen ein bisschen ein paar abreißen. Aber müssen wir auch nicht. Können wir auch stehen lassen. So, da unten sind die nächsten Gebiete von ihm. Das kann nicht angegriffen werden. Natürlich, wir haben keine Landverbindung. Logisch. So, wie schaut's aus? Unser Verbündeter schlägt sich wacker hier rein in das Feindesland. Ich dachte jetzt gerade, hier wäre auch der Feind, aber es scheint nicht so. Schön, dass er endlich auch mal Feindkontakt hat. Mensch, bin ich nicht der Einzige, der sich mit den Gegnern prügelt. So, was ist hier unterwegs? Leute von ihm. Warum auch immer. Warum auch immer er das nicht anbindet. Keine Ahnung. Wird sich noch entwickeln, denke ich mal. So, dann ist der Gelbe da hinten tatsächlich, da an der Position, wo wir normalerweise waren. Also, hier waren wir. Also wird der Gelbe hier sein.
So, ach komm, lass mal ein bisschen an. Können wir ein bisschen beobachten, was hier so abgeht. So. Die Wachstube. Ja, brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Ist egal. Ist egal. So. Schauen wir hier. Der Bauernhof ist fleißig im Bau. So, ich schau nochmal hier ganz geschwind, wie es ausschaut. Größe der Region. Der Grüne schwankt da hin und her. Der Rote kriegt auch immer mehr Land. Er hat mittlerweile so viel wie wir. Das ist ärgerlich. Aber eigentlich auch wieder peinlich, weil eigentlich hat er eine fette Kolonie im Zentrum, dass er da nicht mehr hat tatsächlich. Aber okay. Der Weiße verliert, der Grüne verliert. Sehr gut. So, der Schwarze hat tatsächlich noch ein bisschen Land. Der hat eine Kolonie irgendwo. Anzahl der Gebäude, der Schwarze ist da unten, der Weiße schwankt so hin und her. Wir gehen ein bisschen hoch, der Grüne schwankt ein bisschen und der Rote verliert auch jede Menge. Warum auch immer. Okay, Produktivität. Wir sind ganz oben dabei, aber es fällt ab. Ja, natürlich, weil wir ganz viele neue Gebäude jetzt bauen und alle Bergwerke und so abnehmen und so. Ihr wisst schon. Hergestellte Münzen. Wir sind ganz oben an der Spitze. Ganz dicht gefolgt von unseren Verbündeten. Ist in Ordnung, so soll es sein. Militärische Stärke. 840. Was auch immer das bedeutet, natürlich. Zustand der Wirtschaft. 8292. Wisst ihr Bescheid, ne? Wissen wir ja, was das bedeutet. Ne, ich habe keine Ahnung. So, ich nehme an, das sind die Punkte, die Wirtschaftspunkte, die wir bekommen haben. Für kombiniert aus hergestellte Waren und, was gibt's noch? Produktivität, ja, und so weiter. Anzahl der Siedler, sind wir natürlich recht schlecht. Unter dem Weißen sogar noch. Ach du Großer. Aber gut, so viele braucht man auch nicht, tatsächlich. Ihr seht ja, es ist effizient. Anzahl der Gebäude. Das ist aber auch interessant. Wir sind mal als drittschlechtester. Ja, okay. Ist in Ordnung. Wir haben ja auch keine Kolonien tatsächlich. Und Größe der Region hat man ja schon. Wir haben das größte Land. Zusammen mit unseren Verbündeten. Bauernhof ist fertig. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Schweinezucht wird gebaut. Sehr gut. 3 Steine fehlen noch. Fleischerei, der fehlen noch 2 Steine. Wir müssen mal gucken, wie viele Steine wir... Goldbergwerk, das nächste verabschiedet sich. Tschüssikowski. War schön mit dir. Gibt's eigentlich das Essen? Nee, gibt's nicht. Okay. Dann hat die Münzpräge ihre Daseinsberechtigung tatsächlich auch verloren. Oh, die hat auch hier eine Menge Gold tatsächlich. Ja, okay. Dann warten wir, bis die einfach das Gold aufgebraucht haben und dann schauen wir weiter. So, der Bauernhof ist hier. Das heißt, das ist eine Fischerhütte. Wie viele Fischerhütten haben wir denn? Wir haben noch 12 Stück. Okay, wenn die alle weg sind, ich baue jetzt keine mehr. Wir fokussieren uns jetzt auf die Schweinezucht. Schweinezuchten, um genau zu sein. Wenn die dann alle weg sind, also die Fischhütten meine ich, dann ist in Ordnung. Dann schauen wir, wie weit wir bis dahin mit unseren Schweinezuchten sind. Bauernhöfe, wie viel haben wir denn davon jetzt eigentlich? Müssen wir mal glatt gucken. Zwei sind im Bau. Mist. So, hier bildet sich eine Schnellstraße tatsächlich. Sehr schön. Zeit wird's. Tatsächlich, Zeit wird's. Die neuen Ländereien kommen auch langsam mal dazu. Oh, 0%. Ärgerlich. Die Fischhütte macht hier zum Spaß, arbeitet die hier. Oder die da. Der bekommt einfach keinen Fisch. Warum auch immer. Da ist ein Sägewerk, Wachstum, Forsthaus, Lagerhaus. Sind da Fische drin? Wie viel haben wir auf Lager? 0. Fleisch haben wir auch, Schinken haben wir 0. Brot auch 0. Getreide 1. Schwein 0. Wasser 3311. Wird knapp, Freunde. Biere haben wir 643. Ach, wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch mal in der Folge. Werde ich mal wieder ein bisschen Druck ablassen, was das Bier angeht. Wo war's? Hier irgendwo. Hier? Nö. Da ist jede Menge Wasser drin. Die Brauerei hat man ja hier abgerissen, glaube ich, irgendwo, ne? Oder? Ah, hier war das Bier drin. Dann schmeißen wir mal raus, Freunde. Die nächsten 20, 30. Obwohl, das ist eigentlich egal, Leute. Dann haben wir das als Backup. Behalten wir es hier drin, als kleines Backup.
Und dann sind nämlich die restlichen Biere tatsächlich alle hier drin. Ja, 446. Ja, komm Leute, das reicht. Easy. Da müssen wir uns keine Probleme machen, keine Schwierigkeiten machen irgendwie in irgendeiner Form. Das passt schon so. So, schauen wir mal. Können wir von hier einmal rumbauen? Können wir. Okay. Dann können wir von hier... Ne, können wir nicht, weil da ist ja keine Fahne. Schade. Da wird schon gespeichert das erste Mal. Sehr gut. Muss ich mal kurz heimlich. Etwas trinken. Weil mein Mund wieder ein bisschen fusselig ist, tatsächlich. So, wenn dann gespeichert ist, mache ich hier noch einen kleinen Weg. Dann schauen wir uns an, wo das Kohlebergwerk gebaut worden ist. So, speichern fertig. Okay. Und jetzt schauen wir mal hier. Kohlebergwerk, hier. Okay, sehr schön. Finde ich gut. Ja Mensch, eine riesengroße Schnellstraße. Der Hammer ist das, Freunde, der Hammer. So, die Kohlebergwerk kriegt immer noch nichts zu fressen. Was ist da los? So, ich würde mal sagen, wir machen mal hier auch, schauen wir auch nochmal nach, ob da Gold ist. Brauchen können wir es auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass hier was ist. Hatte ich, glaube ich, schon mal nachgeguckt und habe nur vergessen, Fahne zu setzen. So, hier ist die Schweinezucht, fleißig am Produzieren, mit voll Getreide und voll Fischen. Die Fleischerei hat hier ein paar Schweine, die sie schlachten kann. Die arme Tierquäler. Ja, ich weiß. So, hier noch eine Straße bauen. Keine Ahnung, ob es was bringt gerade. Fleischerei ist fertig, sehr gut. Dann kommt jetzt da gleich der Arbeiter dazu. Ein Stein für die Schweinezucht fehlt jetzt noch. Okay, passt doch eigentlich. Kohlebergwerk 35%. Haben wir jetzt hier eigentlich schon nachgeguckt, was hier war? Ich glaube nicht. Holen wir nach. So. Ja Mensch, schaut doch ganz gut aus, Freunde, tatsächlich. Hier können wir nichts machen. Nee. Das Eisenbergwerk kriegt auch nichts zu essen, tatsächlich. Da bauen wir hier einfach noch eine Fischhütte. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte keine mehr bauen. Entschuldigung. Aber ich will jetzt einfach schauen, dass wir alle Quellen, die es gibt, noch so gut wie es geht, ausnutzen. Und ja, zum Folgenfinale gibt es jetzt noch eine kleine Invasion hier drüben. Die Schweinezucht ist fast fertig. Es wird ihn umso mehr ärgern. Ach, das ist unsere Schweinezucht. Haha. Hehe, Entschuldigung. So, Fleischerei. Die zweite ist fertig. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen... Holen wir uns das nächste Land von unserem Gegner. Gleich ist das Goldbergwerk fertig. Dann haben wir das auch erledigt. Er bekommt die Schweinerei. Die Schweinerei, meine ich. Ja, die Schweinezucht. Ja, es ist spät, Freunde, wieder mal. So. Machen wir so einen Weg rüber noch. Goldberg ist fertig. Sehr gut. Da kommt jetzt da gleich ein kleiner Minenarbeiter. Die Schweinezucht ist auch fertig. Sehr schön. Freut mir. Wo können wir denn eine Straße hinbauen? Hier hin? Nee. Hier hin? Auch nicht. Okay, egal. Gebäude durch die Schweinezucht, die nächste. So, jetzt werden sie langsam alle fertig, die Schweinereien hier. So, Kohlebergwerk ist auch fertig. Kohle gefunden. Ups. Habe ich mich verlesen. Entschuldigung. So, und dann würde ich jetzt sagen, was ist denn hier? Da ist schon wieder ein neues Land erschlossen. Ach ja, das schaue ich noch schnell. Wo war denn das unterwegs, das Schiff, bitte? Wohin ist es unterwegs? Ach, das bringt Münzen hin und her. Ja, geil. Das ist auch nice. Okay. Wenn es meint, dann kann es das gerne tun. Wenn jetzt Münzen... Alter. Wie viele Münzen sind da gelagert? Willst du mich verarschen? Die sollen... An die Grenze. Die sollen an die Grenze, Mann. Das ist ein Problem, da kümmern wir uns auch noch drum. Jetzt erstmal greifen wir noch einmal an in dieser Folge. Damit schließen wir dann die Folge ab. Ich muss ja noch die nächste aufnehmen, tatsächlich.
Alter, jetzt kommst du alle aus den Nebengebäuden angeschissen. Ach du Scheiße. Wird ein interessanter Kampf, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Machen wir mal die Dinge dazu. Brauchen wir diese Folge nicht mehr. So, erstmal wird hier fleißig gekloppt. Neun Leute sind gar nicht wenig, Freunde. Aber natürlich hat unser Gegner auch jede Menge, Leute, die er zur Verteidigung einstellt. Ach, Scheiße, schaut das geil aus, Freunde. Das schaut richtig geil aus, tatsächlich. Das schaut aus, als wäre da hinten so ein Vulkan. Da ist, bei einem Holzfäller unterwegs. Hart umkämpft, Freunde, ist das Land. Hart umkämpft. So, kein Leben verloren, kein Leben verloren. Ein Leben meine ich. Entschuldigung. Habe ich nicht versprochen. Hier ist wieder ein größerer Kollege unterwegs. Eins. Zwei. Drei. Okay, er hatte schon ein paar Leben verloren gehabt, tatsächlich. Egal. Ja, das war's auch schon. Das war die Magie, Freunde. Mehr ist es nicht. Nee, nicht abreißen. Ich mache hier mal eine Fahne hin und hier eine. So. Wenn das Ding hier weg ist, dann reiße ich den Weg hier nochmal ab. Aber das mache ich jetzt gleich, weil dann haben wir hier einen großen Bauplatz noch zur Verfügung und den können wir eventuell gebrauchen tatsächlich. So, jetzt. Da verschwende ich lieber den mittleren Bauplatz. So. Hier ist ein verstreuter Soldat. Was macht der? Greift er an? Was? Gebiet verloren? Da unten! Ach, er greift tatsächlich an, der gute Mann. Na, wenn er meint. So, das war's auch schon. Darf seine Leute gerne verheizen, wenn er will. Wir können mit einem Soldaten angreifen. Ja, wow, großartig. Das heißt, wir brauchen erst den Turm da unten. Da können wir auch nur mit einem angreifen, tatsächlich. Was ist da los? So, was ich hier noch schnell hinbaue, ist ein weiterer Bauernhof. Da kann er da oben seine Dinger bauen. Dann lassen wir das dann da unten in Ruhe. Da können wir fast mal nichts mehr an. So, auf Evan, da brauchen wir das später mal. Aktuell noch nicht. So. Wohl. Machen wir es so. Ist zwar ein kleiner Umweg und es kollidiert dann hier mit... Ja, es kollidiert mit dem mit dem Gold. Das heißt, machen wir es doch so. Ist egal, passt schon. Dann ist es halt so. So. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs mit dabei sein und schalte auch in der nächsten Folge dann wieder ein, wenn wir dann hier weiter... machen. In unserer kleinen, knuddeligen Siedlung hier, die mittlerweile doch ein ganz schönes Ausmaß angenommen hat, tatsächlich. Ja, doch. Es wird aber ziemlich groß geworden. Aber wir machen hier dann an nächster Stelle weiter. Am morgigen Tag. Bis dahin. Tschüss.